So, wo ist die Pitohit? Ich nehme jetzt mal Ice Protection rein. Ich werde wahrscheinlich schon viel zu schnell sein. Kann mir jemand beantworten, wie ich die Staurohrvorwärmung einschalte, weil ich habe keine Geschwindigkeitsanzeige mehr, was ziemlich schlecht ist. Hier ist es mal nicht. Pusher, das ist alles auch nicht. Was ist mein Lieblingsflugzeug? Gute Frage. Schwere Frage. Kann ich dir so gar nicht beantworten eigentlich. Also mein Lieblingsflugzeug. Das ist schwer. Möchte ich mich nicht festlegen. Also wenn ich eines auswählen müsste, das mir extrem gut gefällt, dann ist es die MD-11. Das würde ich sagen, ist schon so ein Flugzeug, das mich sehr, sehr beeindruckt. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn dieser Schalter? Temperature. Pressurization, das ist alles nicht. Ja, ihr seht's. Ich habe noch so meine Probleme mit diesem Flugzeug. Denn aus irgendeinem Grund habe ich keine Geschwindigkeitsanzeige mehr, was normalerweise daran liegt, dass die Staurohrvorwärmung ausgefallen ist. Oder das Staurohr nicht mehr richtig. Aber ich finde die Pitohit nicht.
Die MD-11 ist ja schon alt und unmodern. Wieso gerade die? Vielleicht gerade deswegen. Und ich würde sie wirklich nicht als unmodern bezeichnen, weil sie eigentlich ist sie ein Flugzeug, glaube ich, aus den 70ern. Und wenn man mal sich überlegt, aus welcher Zeit so die ganzen Flugzeuge kommen, die man so jetzt im Moment sieht. Also die A320 ist eine Entwicklung aus den 80ern, die 777 ist eine, und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass die 777 sicher eines der modernsten Flugzeuge ist, dann die kommt aus den 90ern und so die modernsten Flugzeuge, die es gibt, ich glaube, das sind im Moment so ja, was soll ich jetzt sagen? Die Embraer E-Jets, dann die Bombardier C-Series, das sind so die ganz neuen Jets und natürlich Boeing 787, Airbus 350, das sind die ganz jungen Flugzeuge, aber die gefallen mir nicht so, weil ich finde sie zwar ziemlich toll, was sie leisten und was sie alles bieten und so weiter, aber das sind halt neue Flugzeuge, die ich interessiere mich halt mehr für Flugzeuge, die ein bisschen Charme haben und jetzt eigentlich, wo du mich fragst, was mein Lieblingsflugzeug ist, dann würde ich eigentlich fast sagen, die Boeing 707 ist ein Lieblingsflugzeug von mir, weil die beeindruckt mich wirklich und das ist für mich so der Beginn des kommerziellen Jet-Zeitalters. Und wenn man mal schaut, die Boeing 737 hat ja immer noch eigentlich fast das gleiche Cockpit, den gleichen Cockpitaufbau, die gleiche Schnauze wie eine Boeing 707. Also man muss sich mal überlegen, wie lang sich eigentlich die Grundidee von diesem Flugzeug gehalten hat. Deswegen, ja, also wenn ich mir ein Lieblingsflugzeug aussuchen müsste, dann wäre das vielleicht sogar die Boeing 707. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber die MD-11 ist auch ganz, ganz weit vorne. Ich mag den A320 auch, also nicht falsch verstehen, aber Lieblingsflugzeug, da muss ich mich ja schon festlegen und das ist schwierig. So, jetzt hier zurück zu diesem Thema. Keine Ahnung, ich habe hier einfach keine Geschwindigkeitsanzeige mehr. Kann mir jemand sagen, wieso? Kann mir das jemand beantworten? Keine Ahnung, warum das nicht mehr funktioniert. Ich schau mal nach. So, ich schaue jetzt hier mal, ob ich was im Manual finde.
Eisenbagger oder wie? Woher weißt denn du das? Woher weißt denn du das schon? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Tut mir leid, ich krieg's nicht her. Also so wie es aussieht, bekomme ich das im Moment nicht hin. Ich krieg das leider nicht hin. Ich krieg's nicht hin und irgendwie die Coronado-Page erreiche ich im Moment auch nicht. Wir nähern uns jetzt Linz.